Du willst nach Kanada? Da schießen dich irgendwelche Hinterwäldler über den Haufen. Oder du wirst von einem Bären angefallen oder von einem Baumstamm erschlagen. Wir, Rosalie, wir gehen nach Kanada. Also, was wir tun und lassen, das entscheide ich noch immer mit. Was willst du denn überhaupt dort? Mit deinem Vater Fliegen fischen oder was? Schöne Idee. Nein, ein Hotel eröffnen. Ganz bei ihm in der Nähe. Hat ein interessantes Objekt aufgetan. Aber hier hast du doch auch ein Hotel. Warum willst du denn alles hinschmeißen? In ein paar Jahren dankt der alte Saalfeld ab und dann übernimmst du das Ruder. Ich habe das so entschieden und dabei bleibt es. Und an mich denkst du wieder überhaupt nicht. Ich werde hier dringend bei Prinzess Dirndl gebraucht. Diesmal wird nicht drüber diskutiert. Du willst doch nur alles hinschmeißen, damit du unserem Fräulein selbstlos nicht ständig über den Weg laufen musst. Und ich soll deine Gefühlsduselei ausbaden? Rosalie, entweder du kommst mit, oder es gibt keine Hochzeit. Ich verstehe das nicht. Jetzt sind wir schon dreimal über dem Platz und... Wirklich zu dumm. Ach, irgendwo muss die Uhr doch sein. Ja, wahrscheinlich bei jemandem am Handgelenk oder in der Hosentasche. Du meinst, sie wurde geklaut? Naja, oder gefunden und gedacht, ah, schönes Stück. Vielleicht hat sie jemand im Hotel abgegeben. Ah, das wäre ein kleines Wunder. Ich habe sie extra in die Jackentasche gesteckt, damit nichts passiert. Schon ärgerlich, ja. Ich hätte sie nie zum Training mitnehmen dürfen. Ich komme schon drüber hinweg. Henrik zieht mich immer auf, dass ich so korrekt bin und jetzt verschlampe ich ein Andenken von deinem Papa. Das einzige Andenken. Wobei, ich habe irgendwo noch einen alten Zylinder. Den setze ich zu Fasching immer auf. Du hast gesagt, sie war richtig wertvoll. Ja, und wenn schon. Was ist schon so ein uraltes Ding gegen ein zauberhaftes Lächeln von dir? Siehst du? Hat sich schon ausgezahlt. Komm, wir schauen jetzt mal an der Rezeption nach. Vielleicht haben wir Glück. Und wenn nicht? Dann, naja, dann lade ich dich zu einem Picknick ein und akzeptiere keine Ausrede. Diese äußerst sinnvolle internationale Sitte. Ich habe jetzt keine Zeit für deine Diskussion. Dito, und deswegen müssen wir die Erörterung deiner sicherlich sehr gründlichen Kostenaufstellung auf später verlegen. Und es geht auch nicht um das Golfturnier. Sondern? Der Fürstenhof muss sich so schnell wie möglich nach einem neuen Geschäftsführer umsehen. Willst du etwa kündigen? Ja. Ist doch nicht dein Ernst. Ich dachte, wir inserieren am besten in allen Fachblättern und engagieren einen Headhunter. Warum, Felix? Was soll der Quatsch? Ich gehe nach Kanada. Oh. Lachse kannst du auch noch mit 70 fangen. Oh, Werner, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir das Ganze schnell und unkompliziert über die Bühne bringen können. Also, wenn du auf diese Weise mehr Gehalt rausholen willst, vergiss es. Uns steht das Wasser bis zum Hals. Werner, ich kann hier nicht mehr bleiben. Warum nicht? Weil ich Abstand brauche. Von Emma Strobel? Es ist besser so. Felix, du kannst doch nicht alles hinschmeißen, nur weil es mal nicht rund läuft. Du hast eine Verantwortung für ein großes Unternehmen und seine Mitarbeiter übernommen. Denkst du denn, ich habe es mir leicht gemacht? Ich muss weg vom Fürstenhof. Gut. Dann lass uns in aller Ruhe darüber reden. Nie wieder werde ich mich von Rosalie einwickeln lassen. Prinzess Dirndl ist meine Idee. Die lasse ich mir nicht von ihr wegnehmen. Ich muss einen Ausweg finden. Immerhin hält sie 50% der Firmenanteile. Ich muss sie irgendwie auslösen. Aber zu welchen Bedingungen? Ich frage am besten Herrn Pachmeier. Der findet bestimmt einen Weg. Es wird nicht leicht werden, die nächsten Monate. Ich brauche Stoffe für die neue Kollektion, Fotos. Und Victoria möchte die 70.000 Euro auch irgendwann zurückhaben. Aber irgendwie muss ich es schaffen. Hey.
Herr Gruber, das gibt's ja nicht. Immer. Ist das schön. Schon allein dafür hat sich die weite Reise gelohnt. Felix hat überhaupt nicht gesagt, dass Sie kommen. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste es ja bis gestern selbst nicht. Und was machen Sie hier? Ich wollte einfach mal am Rechten schauen. Aber jetzt mal im Ernst, Emma. Ich habe mit Felix telefoniert. Was da im Moment mit euch passiert, gefällt mir überhaupt nicht. Das haben wir beide nicht gewollt. Ja, umso schlimmer. Was ist denn da los mit euch? Roswila, wir wollten unsere Geschäftsbeziehung doch so schnell wie möglich beenden, falls Sie sich erinnern. Für Ihre Anlagevorschläge habe ich jetzt keinen Nerv. Ja, selbst wenn mir fabelhafte 11,3% Rendite durch die Lappen gehen. Sobald ich meinen Lebensgefährten davon überzeugt habe, doch nicht zwischen Braunbären und Holzfällern leben zu wollen. Bitte. Ich in Kanada. Ja klar, am besten noch in einem karierten Flanellhemd. Ich melde mich später wieder bei Ihnen. Kanada? Geht's jetzt zu Herrn Gruber in die Wälder? Bitte, setz dich doch. Naja, dann wirst du ja wohl doch nicht die First Lady vom Fürstenhof. Danke. Ahornsirup-Zapfen soll eine sehr meditative Beschäftigung sein, fast wie Geld zählen oder Ultraschallbilder fälschen. Du solltest nie vergessen, wer die Prozesskosten deiner Mutter bezahlt. Aber so ist das halt nun mal in der Ehe. In guten wie in schlechten Zeiten. Anscheinend brechen bei dir gerade ganz finstere an. In den dunklen Wäldern Nordamerikas. Wie finster die werden, entscheide ich noch immer mit. Dabei könnte es doch so einfach sein. Ein tränenreiches Geständnis, so aller. Es tut mir so leid, aber ich war so schrecklich verzweifelt. Und schon wärst du aus dem Babydilemma raus. Jetzt mach dir mal keine Gedanken über meine Lebensplanung. Es reicht, wenn du deine in den Griff kriegst. Danke. Ich komm klar. Oh, so gut, dass dir sogar die Landpomeranze Emma durch die Lappen gegangen ist. Lass Emma aus dem Spiel. Wie süß. Du bist noch immer nicht drüber hinweg. Weißt du, was dein größter Fehler ist? Na, sag's mir schnell, bevor ich anfange, mich zu langweilen. Du weißt einfach nicht, wann du aufhören solltest. Als ich herausgestellt hatte, dass du ein echter Saalfeld bist, haben wir dich alle hier mit offenen Armen empfangen. Ja, solange es um die Frage der Anteile ging. Jetzt komm mir bitte nicht mit Spitzfindigkeiten. Als verantwortlicher Direktor war es meine Pflicht, vorsichtig zu sein. Okay, schon gut. Und genau darum geht es jetzt. Ein solches Erbe ist keine Einbahnstraße. Das ist ein ständiges Geben und Nehmen. Und ohne Engagement und hin und wieder auch auf Verzicht. An meinem Job gab es nie etwas auszusetzen. Felix, du hast hier eine sehr große Verantwortung übernommen. Wenn du auch nur einen Funken Ehrgefühl besitzt, dann schmeißt du jetzt nicht alles hin. Ehrgefühl? Ehre und Moral? Das sind genau die Dinge, warum ich in dieser vertrackten Situation stecke. Ja, und deswegen lässt du uns jetzt hängen? Will ich sonst Rosalie heiraten? Also was deine privaten Pläne angeht. Also mir ist es ja ein Rätsel, was du dir da antust, aber bitte, bitte. Oh ja, mir ist natürlich klar, dass du dieses Problem mit einem dicken Scheck gelöst hättest. Felix, du bist erwachsen, es ist dein Leben. Aber was den Fürstenhof und deine Anteile die betrifft, werde ich verkaufen. Verkaufen? Ja. Wenn ich das Gästehaus in Kanada renovieren will, dann brauche ich Kapital. Großartig. Das hat uns gerade noch gefehlt. Und an wen? Hast du sie schon zum Verkauf ins Netz gestellt? Ist dir bewusst, dass sie gerade 2 Millionen Euro an Barbaras Lebensversicherung zahlen musste? Und Charlottes gesamtes Vermögen steckt in der Stiftung. Also, wir haben kein Geld, deine Anteile zu kaufen. Ich würde dir entgegenkommen und mich auf eine angemessene Ratenzahlung einlassen. Ja, sehr großzügig. Überleg's dir, aber lass dir nicht so viel Zeit. Felix, warte doch mal. Vielleicht könnte man bei Gelegenheit über ein paar schöne Ferienwohnungen da drüben nachdenken. Mein Gott, nochmal, Felix, du und die Luxusbiene Rosalie Engel in Kanada, das ist doch ein Schmarrn. Ich hab mich entschieden, Werner. Bitte, tu mir den Gefallen und sag Charlotte vorerst nichts. Sie hat zurzeit genug andere Sorgen. Okay.